Hallöchen, liebe Leutchen, Hanfried hier und ich zeige euch heute einmal die Basics von Counter-Strike-Editen. Also wie man quasi einen Clip macht von Counter-Strike Source, von der Demo hin nach Sony Vegas und dort auch wieder raus. So, was wir als erstes machen ist, wir starten das Spiel, dann haben wir folgende Ansicht, wir sehen links die Movie-GUI, die kann man nochmal laden, wenn man möchte. Demo-Player, Great LAN Server, Konsole, etc. Als erstes geht ihr erstmal auf Setup und guckt, ob ihr zwei Lautsprecher aktiviert habt. Das ist der Grund, weil sonst habt ihr keinen Sound. Wenn ihr in-game recordet mit ja, den in-game Recorder, ich sag mal, der erstellt die Bilder, der exportiert quasi die Bilder pro Sekunde und den Sound, benutzt immer Two Speakers, zwei Lautsprecher. Weil sonst habt ihr keinen Sound oder er funktioniert nicht. Achtet darauf, dass Regler immer ganz oben ist. Ich werde ihn jetzt mal ganz runtersetzen, weil sonst gibt es gleich ein nerviges Geräusch beim Aufnehmen. So, dann starten wir auch einfach mal eine Demo. Irgendeine. Gehen zu dem Tick, den wir wollen. Und ja, was wir jetzt tun, ist, wir werden festlegen, mit wie vielen Bildern er pro Sekunde aus Counter-Strike rausrendern soll. Also ich kann sagen, um es flüssig abspielen zu lassen, reichen, glaube ich, 29,397 FPS oder sowas in der Art. Ich mache aber grundsätzlich meine Videos mit 30 bis, ja, so mit bei 30 FPS werde ich es mal rausrendern. Und um das halt zu garantieren, müsst ihr halt, ja, vorab wissen, ob was ihr jetzt mit dem Frag machen wollt, ob ihr jetzt eine Slow Motion noch mit reinknallen wollt oder nicht. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit 150 FPS recordet, in-game, dann könnt ihr eine Slow Motion von bis zu 20% reinhauen. Deswegen empfehle ich eigentlich immer so, ja, Frag Parts so 150 bis 200 und Smooth so um und bei. Je nachdem, was man machen möchte. Je nachdem, wie schnell, wie langsam. Ich werde jetzt den Part hier erstmal mit 150 FPS aufnehmen. Und ja, von 1 bis, von F1 bis F7 recordet ihr. Also da speichert er die Bilder quasi ab. Und mit F12 beendet ihr das. Das steht, wenn ihr das geladen habt, auch nochmal hier oben. Also gleich als erstes in der Konsole. Von F1 bis F7 recordet ihr. F12 ist Endmovie. So, und das werden wir auch einfach gleich mal machen. Und zwar werden wir jetzt unsere Demo abspielen. Dann warten, bis wir bei dem Part sind, den wir gerne hätten. So, dann drückt ihr einfach F1. Zum Beispiel, wenn ihr mehrere macht, dann nicht F1 überschreiben, sondern danach bitte F2 drücken. So, und dann wartet ihr einfach ab, bis er soweit fertig ist. Das, je nachdem, wie viel FPS ihr genommen habt, geht er schnell oder langsam. So, er ist jetzt fertig. Und ich warte noch kurz, bis er. Zack. Das sieht immer geil aus, ey. So, und zum Beenden drückt ihr einfach F12. So. Haben wir das Ganze auch schon beendet. Jetzt werde ich euch noch einmal ganz kurz demonstrieren, wie das mit den Smooths abläuft. Und zwar gehen wir da wieder zu dem Tick, den wir möchten. Für Smooths werde ich jetzt einfach mal die Host Framerate 500 auswählen. Smooths macht ihr immer aus der dritten Person. Ich werde euch kurz die Kontrolle über die Smooths erklären. Also mit W fahrt ihr vorwärts, mit S fahrt ihr rückwärts, mit A fahrt ihr nach links und mit D fahrt ihr nach rechts. So Drehungen, die linke Drehung funktioniert mit J und die rechte Drehung mit L. So folgende Einstellungen könnt ihr da noch machen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, zack, so, na, das ist mir zu schnell, das ist mir zu langsam, die Drehung ist mir vielleicht auch zu schnell, dann gebt ihr einfach ein CL unterstrich Forward Speed. Forward, whatever. Seht ihr, es ist 400. Normal, also normale Geschwindigkeit vom Player, wenn er rennt, sind 100. Und so könnt ihr euch halt entscheiden, was ihr machen wollt. 100, 400, 500. Ich lasse das jetzt erstmal auf 400. So habt ihr es auch mit den anderen Befehlen. Side Speed, also links, rechts, ist bei mir in dem Fall auch auf 400. Lass ich auch erstmal. Und dann ist das letzte die Drehung. Das nennt sich CL. Und das heißt irgendwie ja, Yaw Speed oder sowas nahe, die Yaw Speed, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ey. Das ist auf 230, das werde ich jetzt mal auf 300 nur mal so zum Spaß erhöhen.
dann wären wir jetzt nochmal zu dem Demo-Part, zu dem wir möchten hingehen. Und für den Smooth bitte nicht vergessen, CL-Draw HUD auf 0 zu setzen, weil sonst habt ihr oben die Death Notice und das sieht echt scheiße aus. Naja, also das finde ich jetzt, also je nachdem, wenn man es machen möchte, kann man es gerne machen. Aber ich persönlich finde das jetzt nicht so doll ran schick, ey. Oh, das habe ich ganz vergessen. Mit I fahrt ihr hoch, mit K fahrt ihr runter. Dann werden wir auch gleich recorden. Entschuldigung für das nervige Geräusch, ich habe vergessen, den Sound leiser zu stellen. Natürlich könnt ihr jetzt zum Beispiel auch W drücken und dann L drücken, dann dreht ihr euch so schick oder nach oben. Könnt ihr drei verschiedene Richtungen, also ihr könnt quasi alle Knöpfe gleichzeitig auch drücken. So, dann sind wir aber auch erstmal fertig hier. Deswegen minimieren wir das Ganze erstmal. So, welches Programm ihr jetzt braucht, das nennt sich ich sag's einfach, ich sag mal, VD, Virtual Dub heißt das Ganze. Und das benötigt ihr als nächstes Download natürlich auch in der Beschreibung vorhanden. Jetzt geht ihr in euren Counter-Strike Source Ordner, in den C-Strike Ordner und dort habt ihr jetzt 50 Millionen Bilder. Nicht ganz so viele, aber ein paar sind schon. Und dort zieht ihr einfach mal das erste rein. So, was wir jetzt sehen, ist quasi der Ablauf. Dum, 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 dum. So, was wir jetzt brauchen natürlich ist die Geschwindigkeit, also wie schnell soll das Ganze sich abspielen. Und ach, zu den Voreinstellungen. Tut mir leid, habe ich ganz vergessen. Zu den Voreinstellungen, wenn ihr Virtual Dub zum ersten Mal installiert habt, geht bitte auf Color Depth und dort stellt ihr die Dekompressionsformat bitte auf 24-Bit RGB. Ja, und wenn ihr das denn, also normalerweise wird es wahrscheinlich bei euch so sein oder ich weiß nicht mehr genau, stellt es auf 24. Hier rechts dürfte das auch 24 sein und dann macht Save as Default, so dass ihr das quasi immer gleich beim Starten habt. So, dann gehen wir auf Audio, sagen Audio from Other File. So, dann geht ihr auch wieder in euren Counter-Strike Source Ordner und dort werdet ihr dann auch die File 1.wav finden. Die öffnet ihr, geht dann nochmal auf Audio, macht, sagt Full Processing Mode, geht auf Video, geht zur Framerate. Dort werdet ihr jetzt Change So Video and Audio Duration Match. Das heißt quasi, dass es beides übereinstimmt, dass die Videodatei genau so lange ist wie die Audiodatei. Klickt dann einfach auf OK und jetzt könnt ihr ja sagen, speichern unter. Speichert, wo immer ihr haben wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal Tutorial. So, es wird wahrscheinlich ein kleines Sekündchen dauern. Wenn wir mal kurz. So, dann haben wir unser erstes File quasi erstmal weg. Jetzt macht ihr einfach Folgendes. Geht hier in euren Folder, drückt die 2 auf eurer Taste. Scheiße, wenn ihr natürlich mehrere Sachen drin habt, dann ist das nicht so cool. Aber dann gehen wir mal kurz gucken, wo wir die 2 haben. Oh mein So, Gott. dann öffnen wir einmal 7. Und was wir jetzt hier sehen, ist quasi den Smooth, den wir gemacht haben. Was ihr jetzt hier machen könnt, ist nochmal einfach wieder die Audio laden. Audio from another file. Drückt den 7 oder je nachdem, was ihr genommen habt für den Knopf. Dann braucht ihr aber bei der Framerate schon wieder nichts einstellen, solange ihr das Programm nicht geschlossen habt, weil er matcht automatisch. Ist ja noch alles eingestellt und dann rendert ihr das einfach aus und ich nenne das Tutorial 2. So, dann lassen wir das auch nochmal ausrendern.